Ich begrüße euch wieder einmal recht herzlich. Willkommen zurück zu RimWorld an diesem Halloween-Samstag heute. Die Waffenhändler können wir wegklicken. Wir sind zurück in RimWorld und schauen jetzt erstmal, was wir in der letzten Folge angestellt haben. Jessie ist immer noch mit unserer mit der Schlafkrankheit befallen und hat komplett Vergnügungsmangel. Ja, wir haben ihm aber gesagt, er kann machen, was er möchte. Ne, wir haben ihn, glaube ich, dann dazu geschickt, dass er schlafen soll, bis er gesund ist. Ich wollte mal kurz bei der... Da, genau. Wir haben ihm komplette Freiheit gegeben, bis er dann sich irgendwann wieder mal halbwegs gut fühlt. Ich glaube aber, wir wecken ihn. Bär braucht mehr Platz? Was? Steht an einer Blockade. Ah. Ach so, guckt an. Muss ich die Wände nochmal abreißen hier? Können sie gar nicht benutzen, das Ding. Okay. Gut, egal. Ich werde Jessie nochmal aus dem Schlaf holen. Oh, er legt sich gleich wieder hin. Okay. Gut, wir können Jessie nicht aus dem Schlaf holen. Tja, der hat absoluten Vergnügungsmangel und es wird ihn auch so lange nicht besser gehen, meine ich. Wie er da einfach nur rumschläft. Und er hat in der Hitze geschlafen. Na, da kann ich vielleicht Abhilfe schaffen. Ja, ich weiß nicht, ob wir Jessie hier durchkriegen durch diese Krankheit. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was wir mit ihm machen können. Jetzt will ich erstmal hier noch eine Kühlung einbauen. Mache ich, glaube ich, ruhig hierher. Dann pusten wir hier uns gegenseitig an. Was habe ich denn gestellt? 21 Grad. Ich denke, das machen wir bei ihm dann auch. So, wir bauen hier oben dann unser Forschungsraum endlich fertig. Ich hoffe, das kriegen wir diese Episode hin. Wir müssen hier natürlich auch noch die Strukturen bauen, damit wir das Ding wieder gekühlt bekommen. Ich werde die beiden auch... Ach, die kann ich nur abreißen. Die kann ich nicht umsetzen, ne? Ja, dann ist es halt so. Ich möchte die einen nach hinten setzen dann. Oder... Ja. Ja. Dann muss das hier auch weg. Dann setzen wir die... Ja, wo setzen wir sie hin? Ob sie einfach so direkt nach draußen pusten? Dann kann ich das hier einfach als so einen länglichen Gang lassen. Vielleicht mache ich dann aber hier eine Wand her. Mach das hier weg und mach hier zu. Dann sieht das wenigstens ein bisschen symmetrisch aus. Dann kann ich die warme Luft einfach nach draußen pusten lassen. Na gut, ich weiß nicht... Inwieweit das dann ist, wenn ich hier angegriffen werde, ob die sich nicht einfach durchkloppen dann. Durch diese Thermostat-Dinger hier. Na, vielleicht lassen wir die zweite Wand hier trotzdem drin. Machen das dann so. Nein. So. Ja, sieht ein bisschen sehr komisch aus, aber wir machen es mal so. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir auch hier unser Dach haben oder ob wir kein Dach mehr haben da. Zone Gebiet. Das soll bitte kein Dach entfernen. So, das soll offen sein. Dann pusten die das nach draußen. Wie sieht es denn sonst hier überall aus? Ja, da muss ich unsere... da nochmal entfernen, damit die auch Billard spielen können. Der Forschungsraum ist auch noch nicht fertig. Ja. Und, ja, hi, Clyde, du hast recht, das Ding ist zu klein, dieser Platz hier vorne, aber der wird dann wahrscheinlich erst abgebaut, wenn ich den Steinmetz erforscht habe, der den Scheiß dann auch benutzt. Und dann wird auch der ganze andere Scheiß hier rausgetragen. So, jetzt hör auf zu meckern. So, das nur am Rande. Tja, Jessie, was machen wir mit dir? Er wird immer noch verarztet. Tja. Ich würde ihn ja gerne mal wecken, aber er haut sich gleich wieder hin. Könnte ihm ja einen Fernseher da reinstellen, wenn ich einen hätte. Aber so. Was macht Heisenberg hier? Achso, du baust die Dinger ab hier. Okay. Ja, dann können wir eigentlich auch sagen, dass die hier zwei Löcher drin lassen sollen. Weil da kommen ja dann auch gleich wieder welche rein. Sieht aber auch sehr komisch aus, was ich hier baue, oder?
Gott, Mann, das gefällt mir alles nicht. Hier macht man diesen Scheiß hier weg. Das muss alles in einer vernünftigen Form sein hier, sonst mag ich das nicht. So. Und dann muss hier... Nein, da nicht. Da wollte ich einzeln bauen. Abreißen geht so schnell. Und in den Neubau tun sie sich hier ewig. Naja, gut. Wenigstens wird hier nicht mal richtig gekocht. Auch wenn das jetzt alles in der Wärme liegt hier. Ja, es verdirbt so bald. Weil natürlich hier keine Kühlung mehr stattfindet in diesem kleinen Raum. Ach ja. Und da wird immer noch mehr Nahrung reingeholt hier. Na, wenigstens wird es reingeholt und liegt hier nicht die ganze Zeit draußen rum. Das hatte ich auch schon zigmal. Oh, unser Schneidertisch ist fertig. Haben wir denn überhaupt einen Schneider? Ja, gucken. Schneider. Naja, nicht wirklich. Samantha ist ein ganz guter Schneider. Kann Samantha sich selbst an dem nächsten Tage vielleicht endlich mal was Vernünftiges herstellen? Ja, weiß ich nicht. Stahl? Nein. Ein komischer Name. Warum denn Stahl? Achso, das muss ich dann einstellen, was es wird, ja. Weiß ich, vielleicht ein paar Hosen? Nur irgendwie aus Stoff. Nicht aus Stahl. Ja, eigentlich können sie da alles benutzen, aber jetzt möchte ich erstmal... Habe ich eh nicht alles hier. Den ganzen Scheiß habe ich eh nicht auf Lager, aber die können sich dann mal sagen, mach das mal aus Stoff. Davon dürfte ich ein bisschen was haben. Und dann, darfst du das einmal produzieren am nächsten Tage. Achso, ne, wenn ich ihr natürlich auch sage, sie soll einen Abschneider machen. Samantha. Machen wir mal auf 1. Da die es hier nur einmal machen soll. Ach, macht sie jetzt gleich. Guck an. Gut, ich dachte, das machst du vielleicht den Morgen erst, wenn du ausgepennt hast. Aber mach mal. Kleine Schneiderin. Dann hast du endlich mal vielleicht was anzuziehen. Wir werden der Plan. Die ganze Zeit nackig hier durch die Gegend rennen hier. Wie lange dauert denn das? Oh, länger als gedacht. Na gut. Nevin trägt noch ein bisschen Stahl oder was durch die Gegend, ja. Tja, Jesse. Keine Ahnung. Schlafkrankheit leicht. Ja, super. 48, das dauert ja ewig, bis der fertig ist, ey. Vielleicht sollten wir hier mal so ein Dingens nebenbauen. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber es gibt doch hier diesen Vitalmonitor und sowas. Vielleicht können wir mal sowas hier herstellen. Da müssen sich doch die Ärzte mit auskennen, oder? Wo rennt er jetzt wieder hin? Ja, gut. Jetzt macht er erstmal hier oben den Scheiß endlich fertig. Denke ich doch, oder? Nein? Erstmal was essen, gut. Samantha! Ach, du isst auch erstmal was. Da sollte ich hier auch mal einen vernünftigen Weg hinbauen. Hier ist überall so ein Schleichweg, dass die hier nicht schnell genug rankommen, denke ich. Ah, da schnippelt sie weiter. Na, wird wohl doch noch ein bisschen dauern. Dann trinke ich nochmal einen Schluck Kaffee auf euch, auf Halloween. Ach ja. Hat er die Tür fertig gebaut, die Mauer noch nicht, okay. Ja gut, hier habe ich ihm gesagt, das soll offen sein, ja. Ist denn jetzt hier... Ach, das ist schon abgebaut. Nur hängt es jetzt natürlich im Nassen. Muss ich das vielleicht ein bisschen erweitern? Oder ich kann vielleicht sagen... Strukturen, da. Da. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Ich sage mal, so einen Pfeiler herbauen und dann hier das alles überdacht machen. Ich weiß nicht genau, irgendwie weit wir... so einen Überhang haben können, dass da Dach entsteht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke doch, wenn wir das 5 machen, machen wir
hier einen hin und dann hier in die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Vielleicht können wir dann hier ein kleines, einfach ein Dach erstellen. Dann ist auch unser Lager hier im Trocknen. Und dann soll hier auch später. Ich denke, wenn ich hier so ein Ding mache, wird das doch noch überdacht, oder? Ich denke schon. Muss mal gucken, ansonsten stürzt es halt zusammen. So, wir haben den Tag wieder nichts geschafft anscheinend. Ja, solange Heisenberg allein am Bauen ist. Jesse war ja unser anderer Kollege, der uns da hätte helfen können, aber gut. Ich glaube, das Ding reiße ich hier nochmal ab. Hier haben wir auch noch zwei stehen. Und wir haben auch ehrlich gesagt nicht oft mit Angriffen zu tun. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal angegriffen wurden. Ich glaube nämlich nicht. Weiß gar nicht, ich habe das gar nicht, also ich habe das auf Ding, stinknormal gestellt, nicht irgendwie auf schwer oder so normal halt, aber ich dachte, dass wir wenigstens irgendwie ein bisschen was zu tun bekommen, außer wilde Biber, das hatten wir schon. Aber gut. Ich beschwere mich ja nicht. Ist ja auch ein bisschen chillig, so. Falls wir denn hier irgendwann mal sterben sollten, oh Gott, was ist denn hier passiert, wer kotzt denn hier durch die Gegend? Dann werde ich auch nochmal eins starten. Nur diesmal werden wir das dann komplett mit Mods machen. Ich muss mal kurz gucken. Du bist unser Koch. Nevin, du bist jetzt als zweiter Stelle erstmal. Ja, ich pack dich mal komplett als Reiniger, Nevin, weil hier sieht es nämlich einfach schlimm aus. Stelle Pants her. Wieso hast du jetzt Klamotten? Jetzt wieder ran, guck mal. Warum möchtest du das nicht anziehen? Wie, hat er das jetzt angezogen oder was? Echt? Hast du das angezogen? Wo sehe ich denn das? Echt jetzt? Hast dir die Hose geklaut? Die ist nackig, Mensch, die Frau. Lass sie doch mal an was anziehen. Was ist denn nicht richtig mit ihm? Ach. Na, gucken wir mal. Wir machen mal Pants, wir machen T-Shirt. Ja, ich weiß, eigentlich Blödsinn, das auszustellen, aber falls ich irgendwo was rumliegen habe, soll es bitte in Stoff passieren. Und, ja, Hose, T-Shirt. Was brauchen wir noch? Ein Hut? Na, nicht unbedingt. Noch eine Jacke vielleicht? Dann hat sie erstmal was zu tun. So, und davon jedes eine bitte. So, dann hast du was zu machen. Vielleicht auch für dich selbst, das wäre doch mal super. Jetzt wird erst das Ding hier gebaut. 28 Grad. Hier sind es 25 sogar drin. Ah, jetzt baust du den Vitalmonitor, super. Vielleicht kriegen wir Jesse dann auch irgendwie über den Berg mit dem Ding. Schauen wir mal. Ich hoffe, das gilt auch für beide Betten denn hier. Das ist keine Krankenstation. So. Plus 4, oh Gott. Immunisierungsgeschwindigkeit plus 2%. Das ist ja nicht wirklich viel eigentlich, ey. Aber jetzt dürfte es hier kälter drin werden, ja? Ein Großhändler. Nee, irgendwie wird es nicht wärmer. Kälter. 34 draußen. Ist das wegen dem hier? Ach, wahrscheinlich, weil hier diese warme Luft reingepustet wird. Na toll, muss ich das doch mal dicht machen. Hier ist sowieso die Tür die ganze Zeit offen. Klar, dass es dann hier die Luft reingeht, die warm, aber dann hier gleich wieder reingepustet wird. Ja, logisch. Ich brauche Samantha nochmal kurz. Nackig ans Telefon, bitte. Medizin, Holz. Da seht ihr, Affenfell habe ich ein bisschen und ein bisschen Stoff. Ja gut, Stoff, den werde ich so ein bisschen wenigstens noch brauchen. Alles viel zu teuer. Wir haben 78 Silber, wow. Kann ein bisschen Holz verkaufen. Gewinnen wir 5 bei. Du Scheiße. Nee,
Ja, ich glaube, es ist echt noch lang hin, bis wir mal vernünftig handeln können. Ja, hau dich wieder hin, Samantha. Das bringt noch nichts. Ich muss hier auch oben langsam mal die Kühlung wieder einbauen. Sonst wird es hier leicht zu warm drinne. Ja, ich weiß, Jesse. Was willst du machen, Mensch? Dann steh auf, mach irgendwas. Ich kann auch nichts tun. Absoluter Vergnügungsmangel, ey. Achso, unsere Poller sind schon fertig. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier sowas machen können? Nein, seht mal, da wird schon Dach generiert. Und so. Dürfte gehen, oder? Dann haben wir jetzt ein kleines überdachtes Räumchen hier vorne. Und der Billardtisch ist auch im Trocknen. Hätte ich ihn dann quer hinstellen sollen. Das hätte noch besser ausgesehen. Aber ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir lassen das mal so. Was war das jetzt? Ach so, er hat das Ding dicht gemacht da. Dann machen wir das mal ganz schnell dicht, damit es da nicht mehr so warm drin ist in dem Schuppen hier. Gut, sind schon 22 Grad inzwischen, nicht mehr so viel. Eigentlich brauche ich auch keine zweite Tür hier, aber egal. Lassen wir erstmal. Gucken wir erstmal, dass wir jetzt hier ein bisschen dran vorankommen und hier unsere Lagerzone ein bisschen erweitern. Hier soll dann unsere Forschung rein. Da muss ein anderer Boden hin. Das sieht nämlich eklig aus. Machen wir denn am schönsten? Holz wäre toll. Ich mag Holz. Wir machen hier Holz rein und wir gucken mal kurz. Ich glaube, ich mache hier auch Holz rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich so viel Holz habe, aber ansonsten gehen wir halt ein bisschen was fällen. Wird schon klappen. So, und Heaven ist immer noch schön am Putzen. Na, sieht doch wieder halbwegs schön aus hier. So, und du wirst richtig runtergeregelt. Es muss nämlich richtig kalt sein hier drinnen. Sagen wir mal minus 5 Grad. Ich hoffe mal, das klappt ungefähr. Jetzt sind 16 Grad. Ja, der zweite ist auch gleich an, denke ich doch. Und hier sind es 5 Grad, glaube ich, eingestellt, ne? Ja. Ja, der hält sich da ein bisschen. Ach so, ich muss die Tür noch einversetzen hier. Du da weg. Eine komische Sache, die ich hier baue, ehrlich gesagt. Und das hier vorne soll keine Lagerzone mehr sein. Nur noch da, damit die nämlich nicht hier irgendwas in Gang schmeißen. Das wäre recht dumm. Eigentlich kann das dann auch weg hier. So, und dann muss ich gucken, was war denn das? Metallfliese, dann steht's doch. Dann bauen wir hier nochmal schöne Böden rein wieder. Metallfliesen. Hier. Na, speichern. Da, da, da. Und dann auch gleich da, wenn das Ding weg ist. Ja, gut, Heisenberg, machst du das halt nächsten Tag von mir aus. Ja, das ist Samantha, glaube ich, hier. Jäger ohne Waffe, ja. Aber sie war ja in einigen Folgen vorher, oder? Damals leicht durch den Wind, die gute Frau, und hat einen von ihren Mitbewohnern erschossen. Weiß nicht mehr genau, welche Episode das war, aber sie war nicht nett. Gar nicht nett. Man durfte ihr einfach keine Waffe geben. Ich vermisse auch irgendwie immer noch Fenster irgendwie. Ich finde es immer alles so, so duster hier drinne, dass man hier kein natürliches Licht reinbekommt. Das finde ich schade. Aber wahrscheinlich gibt es da auch eine Mod für, die irgendwie Fenster reinbringt hier noch. Und kurz hier ein paar giftige Platten unter die Straßen, würde ich gerade sagen. Unter die Türen. Ja, jetzt sieht man hier. Hier regnet es nicht mehr. Ist doch gut. Wunderschön. So, da wird der Scheiß weggemacht. Dann machen wir hier auch noch eine Metallfliese her. Und da ist der zweite. Zweite Bildung dran, die wir auch auf minus 5 Grad einstellen. Jetzt hört mich wahrscheinlich wieder kein Mensch mehr, weil diese Gewitter immer so scheiße laut sind. Da kann ich ja in Ruhe was trinken. Hört ja keiner. So, ich habe gesehen, ich habe hier noch eine Waffe stehen. Eine Waffe, ich habe hier noch eine Lampe stehen. Die möchte ich hier in die Ecke stellen gerne, weil das irgendwie dunkel erscheint da vorne. Heisenberg ist wieder auf Tour. Wohin auch immer.
Und hier können wir eigentlich auch mal sagen, dass sie das Lager, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht zu groß ist oder vielleicht sogar zu klein, auf jeden Fall soll das hier ein Stück rüber und hier ein Stück kürzer unterm Dach sein. Und dann packen sie den Scheiß halt darüber. Brennt hier gerade irgendwas? Oh, hier. Hey! Leute, ihr habt doch hier. Ihr seid doch Feuerwehrmänner. Möchte das keiner ausmachen? Nö. Naja. Oder? Ich hoffe, das wird nicht schlimmer hier unten. Ich glaube, das wird schlimmer. Die interessieren sich da gar nicht für. Das wird schlimmer! Leute! Kommt mal raus! Ja, keine Zeit für Vorratskapsel. Hier, Feuer! Nein! Ich kann dir gar nicht sagen, mach das aus. Warum machen die das nicht? Ist das vielleicht wieder nicht in eurem Gebiet oder was? Aber das ist, kann das euch egal sein. Hier, macht das mal weg. Oh, das war zu viel. Nein, nein, ha, ja. Ach, jetzt zeigt er mir Feuer, weil es... Na, dann soll. Ey, Leute, aufstehen. Und jetzt wieder hinlegen. Also, nee, nicht hinlegen. Feuer löschen. Ich hoffe, ihr überlebt. Oh, Jesse ist wieder dabei. Hey, gar nicht mitbekommen. Fackelt hier mein ganzes Grün ab, nur weil es nicht im Heimatgebiet war. Das ist auch schon wichtig. So, Vorratskapsel, mal schnell gucken. Da gibt's Fleisch. Und was ist das hier? Stahlschlackebrocken. Gut, die werden sich jetzt schon irgendwann mal was davon nehmen. Machen die einfach das Feuer nicht aus hier. Ob es eigentlich mal irgendwann so eine Feuerlöschstation gibt. Die müssen das alles mit den Füßen machen. Aber ich nehme an, die machen es mit den Füßen. Bin ich sicher, wie sie es gerade machen, aber... Es scheint recht effektiv zu sein. Jetzt essen sie hier draußen. Da brennt aber noch was. Hey! Ach, ihr seid doch echt fertig, ey. Ist das wieder nicht im Gebiet oder was? Oh, meine Fresse, echt. Mach das weg. Das verbreitet sich doch gleich wieder da hinten. Oh, Leute. Darf Nevin das alleine machen? Ja, gut. Ja, ich werde das wieder entfernen. Also, nichts, und müssen wir es halt wieder vorhanden machen, aber kein Bock, dass die da unten wegen irgendwas rumrennen. Deswegen machen wir es wieder weg. Was macht eigentlich jetzt unsere Samantha? Hat die irgendwie was getan? Ja, Samantha, du hast... Oder haben wir keinen Stoff mehr? Wir haben noch 8 Stoff. Ich habe doch dir Aufgaben gegeben, Mädchen. Mach alles einmal. Hast du keinen Bock? Ich schau mal kurz, wie es Jesse geht. Ah, der Stern klebt schon wieder. Ah, super. Ach, Jesse, bist du immer noch nicht gesund? 57%, ey, meine Fresse. Ach so, weil wir noch in einer Feinzeit waren, oder was? Deswegen hat sie nichts gemacht. Ja, gut. Ich werde mal Kollege Nevin wieder sagen, er möchte lieber wieder rein. Ich lasse das trotzdem auf 1, aber er soll vorweg dann natürlich Landwirt sein. Und ich dachte auch schon, dass wir dann bald vielleicht mal einen zweiten Koch hier irgendwo hinstellen. Bin nicht ganz sicher, ob dieses Schmiedewerkband hier nicht komplett deplatziert ist hier. Die sollte irgendwie lieber nach draußen, denke ich. Ich werde hier vorne noch eine Kochplatte herstellen. Wir haben ja, glaube ich, inzwischen 2 gute Köche. Wenn, naja, gute nicht, aber wir haben Köche. Jesse war nämlich der zweite, der natürlich immer noch an der Schlafkrankheit erkrankt ist. Aber vielleicht hat er irgendwann wieder Bock. Hier oben liegt noch ein bisschen Stahl. Ja, da sind wir wieder nachts. Wieder nichts los mit denen. Hat Jesse bald wieder eine ganze Folge durchgepennt hier? Ich glaub's nicht, ey. Irgendwie ist es auch echt duster hier draußen, kann das sein? Und das Ding steht auch irgendwie komisch hier. Da kommt noch mehr Stoff. Pack
packen die das nicht hier drauf? Doch, da lag doch vorhin auch was drauf. Ach, hier liegt auch noch was. Liegt wahrscheinlich eher daran, dass wir keinen Träger mehr haben. Weil Levin jetzt gerade im Moment Arzt ist. Piratenhändler, vielleicht können wir dem was von diesen super guten Waffen verkaufen, die da rumliegen. Achso, die sind gar nicht im Einzugsgebiet von dem Orbit blablabla Dingens hier. Funkfeuer Ding. Ja, ich werde einfach mal ein zweites hier hinhängen. Dann kann ich das auch noch irgendwann. Oder ich häng's mal in eine Ecke hier, dann können wir auch ein bisschen was an unserer Nahrung handeln hier. Gucken, ob wir das gebaut bekommen, bis dann der Händler noch da ist. Wo ist jetzt Heisenberg? Ach, der betrauert gerade irgendjemanden da draußen. Vielleicht sollten wir Jesse vielleicht auch einfach wieder eine Arbeit geben. Vielleicht steht er dann ein bisschen auf. Seht ihr mal, dann kann er vielleicht sich, oh, er kocht sogar gleich. Dann fühlt er sich vielleicht zu irgendwas wieder fähig, das ist doch schön. Jesse. Macht ihm sogar Spaß, das Kochen, ist doch schön. Und dann hast du vielleicht auch ein bisschen Freizeit und kannst dann irgendwie hier, keine Ahnung, ein bisschen Billard spielen oder hier mit diesen Dingen darum tüddeln, ich weiß doch auch nicht. Hauptsache, du sollst irgendwas machen. So, das Ding ist fertig. Samantha, ich muss dich mal kurz entführen. Schnack mal mit dem Piratenhändler. Oh, achso, ja. Klar. Medizin, nein. Ja, der will gar nichts von dafür haben. Also, der will den Scheiß nicht haben. So, das wollte ich sagen. Aber das wäre cool, wir könnten von ihm Leute kaufen. Das finde ich immer interessant. Aber die sind so sauteuer. 1400, das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich habe halt nichts. Nichts von Wert noch in der Siedlung hier, gar nichts. Hätten wir, wenn ich jetzt mal irgendjemanden gefangen hätte nehmen können, hätte ich den einfach verkauft. Das bringt immer schön Kohl. So ein kleiner, Menschenhändler. Quasi. Bringt gut Kohl. Unser Forschungssystem ist dann vielleicht, ja, ich glaube, das machen wir diese Episode noch. Und dann sind wir nämlich schon bald wieder am Ende. Das geht immer so schnell, ey. Da bauen wir doch mal eben hier Vergnügen. Nein, das wird auch einfach Produktion sein. Nein. Was ist denn das? Strukturen? Möbel? Bin ich jetzt wieder einmal drüber gerutscht, ja? Ach, da ist er doch. Stahllabortisch. Sag das doch. Oh mein Gott, der ist aber auch groß. Aber passt genau rein hier. Den meine ich. Habe ich da sogar gesagt, bau da schon Holzböden rein? Wann habe ich das denn gesagt? Okay. Ja, okay. Kriegst du auch noch eine Lampe, wenn ich sie finde? Ich klicke mich hier immer 10-mal durch, ey. Meine Fresse. Möbel, Stehlampe, so. Dann bekommst du da noch eine Lampe. Dann haben sie echt unser ganzes Lager hier leer. Na, gar nicht leer. Ist ja wohl noch genug da. Aber ja, hier liegt auch ein klein wenig an Nahrung noch rum. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was da oben für eine Meldung kam. Kriegen wir Besuch oder? Ich glaube, ein paar Besucher kommen rum. Naja, ich glaube, das werden wir erst nächste Episode dann erfahren. Es ist echt schon wieder so weit, dass wir rum sind mit der Episode. Ich danke jedenfalls fürs Einschalten und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder. Haut rein, habt ein schönes Wochenende.